Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt die immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Teil 1 des Achtelfinals steht an. Durchaus einige interessante Partien dabei. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Teil 2 wird dann die nächsten Tage erscheinen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Los geht's mit der ersten Partie Schweiz gegen Italien. Achtelfinale Nummer 1, Schweiz gegen Italien, jeweils Gruppenzweiter ihrer Gruppen geworden. Schweiz mit dem 1:1 gegen Deutschland und Italien zuletzt mit dem 1:1 gegen Kroatien in der letzten Spielminute. Italien in Blau, spielbestimmend und die gute Anfangsphase wurde um ein Haar mit dem Führungstreffer belohnt. Jan Sommer in der 12. Minute hatte nochmal etwas dagegen zu setzen. Dennoch sehr dominanter Auftritt von Italien. Schweiz lange nicht mehr so gut wie noch gegen Deutschland und nicht ganz so giftig, vor allem in der Defensive. 29. Minute Chiesa mit der größten Chance in Halbzeit 1. Doch Jan Sommer, der Mann des Spiels bis dahin, hielt die Null fest. Nach 45 Minuten also torlos, dementsprechend alles offen für Durchgang Nummer 2. Das Bild änderte sich aber zunächst nicht. Chiesa wird nicht angegriffen. Der nimmt sich dann ein Herz aus 17 Metern und haut den Ball rein. Jan Sommer das erste Mal geschlagen und wir sehen diese Flugkurve. Der dreht sich von außen rein. Da ist für keinen Keeper der Welt etwas zu halten. Die Schweiz musste was tun und wachte jetzt auf. Bastoni klärt den Ball in die Mitte, aber Rieder kriegt nicht genügend Druck hinter diesen Kopfball. Leichte Beute für Donnarumma. Die Zeit lief der Schweiz davon. Sie kamen 10 Minuten vor dem Ende nochmal über rechts. Recht viel Freiraum für Embolo. Die Flanke etwas zu weit, aber Zakaria kommt zum Kopfball und der geht knapp über den Querbalken. Zakaria, der bislang noch gar keine Rolle gespielt hat, wird hier fast zum Torschützen, aber das war's dann. Die Schweizer enttäuschten über 90 Minuten gesehen zu lange, um Italien zu bezwingen und müssen sich jetzt im Achtelfinale verabschieden. Achtelfinale Nummer 2 am Samstagabend. Deutschland gegen Dänemark. Das Ganze in Dortmund im Westfalenstadion. Die Stimmung im Stadion war gut, war angeheizt. Nachbarlandsduell quasi und Deutschland wollte hier dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, aber es war sehr glücklos und die Dänen bereiteten der deutschen Offensive so richtig Kopfschmerzen. Schon über eine halbe Stunde gespielt. Dänemark mal mit dem Ball im Strafraum. Das war bis dahin quasi noch gar nicht der Fall, aber sie wussten auch damit nicht umzugehen. Es ging torlos in die Pause. Es war ein enges Spiel, ein spannendes Spiel, aber unterhaltsam ist was anderes. Der zweite Durchgang sollte dann etwas besser werden. Leroy Sané mittlerweile reingekommen. Kai Havertz hatte sich ein bisschen vertreten, also Sané in der Spitze, nicht unbedingt seine Position. Gündoğan, da ist Leroy Sané und der macht das 1:0. 67. Minute. Hart erarbeitet, nicht unbedingt verdient, aber danach fragt ja keiner. Gündoğan mit dem Klasse-Pass Vestergaard verliert da Leroy Sané einen Moment aus dem Auge. Der lässt sich diese Chance nicht nehmen. Und der bislang eher glücklose Sané hier mit dem so wichtigen Tor für Deutschland. 20 Minuten noch zu spielen. Flanke von der linken Seite, Højlund, aber von Schlotterbeck gut unter Druck gesetzt, sodass nichts Gefährliches mehr bei rauskam. Wir springen in die Nachspielzeit. Deutschland verteidigte gut, nach vorne weiterhin recht wenig zu sehen. Toni Kroos aber setzt der Partie den Deckel drauf. Dritte Minute der Nachspielzeit. Ein nahezu perfekt getretener Freistoß führt hier zur Entscheidung.
Und was das für eine Erleichterung ist, sieht man bei den Fans und auch bei den Spielern. Was für ein Freistoß. Oben rechts rein. Da kam nicht mal in der zweiten Wiederholung die Kamera richtig mit. Der Schiedsrichter pfifft die Partie gar nicht mehr an. Deutschland gewinnt 2:0. Durch eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang ist das durchaus verdient. Aber man merkte erneut, diese EM ist gegen keinen Gegner. Ein Zuckerschlecken. Die Engländer sind bislang spielerisch doch eher enttäuschend gewesen. Nun im Achtelfinale dennoch gegen die Slowakei einen tendenziell leichteren Gegner erwischt. Aber die Slowaken schlugen ja zumindest Belgien. Trotzdem England Favorit. Und dieser Rolle wurden sie dann tatsächlich auch mal gerecht. 6. Minute Jude Bellingham mit dem frühen Führungstreffer. Sehr wichtig. Auch psychologisch. Bedeutete aber auch, dass England ja eigentlich wieder hinten sich reinstellen konnte und nur das Mindeste nach vorne machte. Wir sind in der 35. Minute. Es war wohl unter dem Strich der bis dahin beste Auftritt der Engländer. Kane hier fast mit dem 2:0 vor der Pause, aber nur wenige Augenblicke später. Kane diesmal als Vorlagengeber. Bellingham mit dem Zielwasser. 41. Minute, 2:0. War durchaus verdient. Die Slowakei konnte dann doch nicht so viel dagegen setzen. War ja schon ein großer Erfolg, dass sie im Achtelfinale standen oder stehen. Trotzdem wussten sie, dass die Chancen gegen England relativ gering sein würden, weiterzukommen. Es war weiterhin ein zufriedenstellender Auftritt von England. Foden testet Dubravka nach 52 Minuten. Das 3:0 hätte hier endgültig diese Partie entschieden. Aber auch so wirkte es nicht so, als könnte hier noch wirklich etwas anbrennen. Saka auf Bellingham auf dem Weg zum dritten Tor. Und den setzt Jude Bellingham auch in seiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr so oft daneben aus bester Position. Sollte aber nichts mehr machen. Bellingham trotzdem der spielentscheidende Mann, schießt 2 Tore und England in die nächste Runde. Achtelfinale in Köln. Spanien gegen Georgien, die vielleicht überzeugendste Mannschaft gegen die überraschendste Mannschaft in diesem Duell. Georgien in Schwarz mit der ersten Angriffsbemühung. Mikautadze, und die hat Erfolg. 4. Minute. Wie schon gegen Portugal schlägt Georgien ganz früh zu und verpasst dem Favoriten einen Dämpfer. Mikautadze, 3 Tore bislang erzielt. Jetzt das 4. führt ja sowieso die Torschützenliste an. Und Spanien war noch gar nicht auf dem Platz. Viertelstunde nun von der Uhr. Williams Junior. Aber Mamardashvili, wohl bislang der Torhüter des Turniers, ließ sich hiervon nicht beirren. Direkt im Anschluss dann dieser Konter. Mikautadze. Und wie viel Platz hat Kvaratskhelia? Der geht alleine auf Unai Simon los und hat die Nerven. Was für ein Ding. 22 Minuten gespielt. Es stand 0:2. Georgien macht so richtig Spaß. Und Spanien war jetzt richtig gefordert. Morata legt zurück auf Lamine Jamal. Abermals Mamardashvili mit einer Sensationsparade. Er stand nach 45 Minuten 0:2. Damit war wirklich nicht zu rechnen. So gut Georgien gegen Portugal war, Spanien war geschockt. Sie hatten ihre Möglichkeiten, aber nutzten diese nicht. Und so auch hier, Morata. Knappe Stunde schon gespielt, wieder Mamardashvili. Führt keinen Weg drum herum, den
mal ganz genau zu beobachten. Aber Spanien, sie drückten und sie waren dem Anschlusstreffer so nah, Pedri. Es war wie verhext. Die Zeit lief den Spaniern davon. 10 Minuten nur noch zu spielen. Rodri nach Gelbsperre wieder dabei. Pedri, nein. Es konnte nicht wahr sein, werden sich die Spanier denken. Und Georgien schreibt tatsächlich den Traum weiter. Sie gewinnen mit 2:0 gegen Spanien, dem Top-Favoriten wohl auf den Titel nach der Gruppenphase. Und kommt weiter. Jo, das war wohl eine etwas überraschende Wendung in dieser Prognose. Wer weiß, ob das in echt so passiert. Unwahrscheinlich, aber unmöglich? Wohl nicht. Danke fürs Reinschalten, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.